Hey, willkommen bei Movement Family TV. Ich bin Lukas, wir sind hier bei den Movement Tutorials und heute zeige ich dir, wie ein Kip-Up geht. Let's go! Jo, was brauchst du für den Kip-Up? Für den Kip-Up brauchst du eigentlich nichts. Das ist ein Basic, relativ komplexe Bewegung, baut allerdings nicht aufeinander auf. Wir werden allerdings noch ein paar Variationen vom Kip-Up zeigen und dafür wäre eine Rolle und ein Handstand nicht verkehrt. Den Handstand, den verlinken wir euch auch einmal in der Infobox oben. Ah, da bist du ja. Ich hoffe, du bist jetzt warm. Ich hoffe, das Warm-up hat dir gefallen. Jetzt bist du auf jeden Fall fit für den Move und wir können zusammen loslegen mit dem Kip-Up. Alles, was du dafür tun musst, ist, dir erstmal so ein bisschen Basic-Grundlage aufzubauen. Du holst dir entweder eine Matratze runter, falls du sie hast. Entweder hast du eine Matte zu Hause. Es geht aber auch einfach nur deine Bettdecke. Kannst du einfach vor dir hinpacken, weil das Erste, was wir tun werden, ist, wir wollen auf den Knien landen. Wenn du auf den Knien landen kannst, dann hast du eigentlich schon die Kippe geschafft. Denn das ist der Basic-Schritt Nummer 1. Was viele nicht hinbekommen, ist die Hüfte nach vorne zu schieben. Und ich zeige es dir einfach mal an einem Beispiel. Also, ich starte hinten und ich lege mich nur auf meine Schulterblätter. Meine Arme und Finger, die berühren den Boden. Mit denen drücke ich mich nachher ab. Das heißt, mein Hintern ist über meinem Kopf. Das Ganze sieht so aus. Diese Grundposition solltest du immer halten können. Einfach deinen Kopf zwischen die Knie packen. Okay? Und von hier aus kannst du gleich den ganzen Schwung generieren. Und wir wollen am Ende so landen. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du die Kippe schon. Aber bis wir hier hinkommen, gibt es natürlich noch einiges zu beachten. Und deswegen gehen wir nochmal zurück, spulen zurück und gucken uns die Grundlagen, Basics an. Und das Allerwichtigste ist, dass wir Momentum aufbauen wollen. Wir wollen uns gleich mit unseren Beinen hochkicken, den Schwung von den Beinen nutzen, uns gleichzeitig mit den Händen abzudrücken, um wirklich in die Luft zu fliegen. Und das Ganze könnt ihr testen, indem ihr euch einfach nur hochpusht und wieder auf dem Rücken landet. Solltest also gucken, dass es möglichst weich ist. Zack, ich komme hier hin, meine Beine kicken nicht nur nach oben, kicken nicht nur geradeaus, wenn sie nur nach oben gucken, komme ich nicht vom Fleck, ist kacke, kicken auch nicht geradeaus, habe ich keine Höhe, ist also auch kacke, ich muss gucken, dass ich da irgendwo in die Ecke komme. Zack und dahin. Und du siehst, es hat schon richtig geknallt, ich habe richtig Momentum aufgebaut, bin auch schon nach vorne geflogen. Das ist auch eigentlich das Schlimmste an der Kippe, wovor jeder Schiss hat. Allerdings sind wir hier in der Höhe von 20, 30 Zentimetern. Brauchst also keine Sorge zu haben, dass du dich verletzt. Im nächsten Schritt wollen wir versuchen, die Hüfte nach vorne zu drücken. Zack. Ihr habt gesehen, ich war fast schon auf den Füßen und fast schon auf den Knien. Du hast gesehen, ich war fast schon auf den Füßen und fast auf den Knien. Und das will ich jetzt noch ausbauen. Viele Leute lassen einfach die Hüfte hinten. Das heißt, ich zeige es euch mal im Stehen. Das heißt, dass meine Hüfte nicht nach vorne gedrückt wird, wo sie hin muss, um das Gewicht nach vorne verteilen zu können, um stehen bleiben zu können, sondern sie lassen sie hier. Das ist der allerhäufigste Fehler und dann passiert immer das hier. Du kommst einfach nicht hoch, weil du kriegst es nicht hin, dein Gewicht nach vorne zu verlagern, um genug Gleichgewicht vorne und hinten zu haben, um dann aufstehen zu können. Du hast meistens das Gleichgewicht nur hinten und das funktioniert einfach nicht. Also nochmal, Hüfte nach vorne. Bis ich auf meine Knie falle. Wenn ich auf meine Knie fallen kann, dann habe ich eigentlich schon die perfekte Ausgangsposition, um diesen Kip-Up zu bewältigen. Also, versuchen jetzt wieder die Knie nach vorne zu drücken. Aber wir wollen auch auf den Knien landen. Und das probieren wir so häufig, bis es geklappt hat. Kannst du? Easy. Mach's noch 2-3 Mal. Und dann probieren wir, die Knie in der Luft zu lassen. 1:1 dieselbe Bewegung, aber die Knie dürfen nicht den Boden berühren. Zack. Okay, nochmal. Machen das mal ohne Grundlage. Ich gehe in die Ausgangsposition, Kopf zwischen die Knie, Beine kicken nach vorne, Hände kicken auf die Füße und ich stehe. Mit den Socken nochmal ein bisschen weggerutscht. Nochmal. Also, Ausgangsposition, Arm auf den Rücken legen, Kopf zwischen die Knie, schön nach vorne kicken, versuchen nicht auf den Knien zu landen, nur auf den Füßen. Und wenn ich das geschafft habe, dann hast du schon die halbe Miete. Also, wenn du noch Probleme mit dem Kip-Up hast,
Versuch immer wieder auf deine Knie zu kommen. Deine Hüfte ist der Schlüssel und Ausgangspunkt für einen erfolgreichen Kipp-Up. Wenn ich sie nach vorne drücke, damit ich auch auf den Knien landen kann, klappt's nach hinten, klappt's nicht, Gleichgewicht zu weit hinten. Okay? Jetzt zeige ich euch noch ein paar Variationen, damit ihr wisst, was kann ich eigentlich mit dem Kipp-Up alles machen. Also, Basic Nummer 1, Kipp-Up. Lübt. Basic Nummer 2, Rolle Kipp-Up. Zack. Und der dritte Basic ist dann aus dem Handstand in den Kipp-Up. Geht schon ein bisschen in die fortgeschrittene Richtung. Wir probieren es mal. Nice. Sehr gut. Jetzt heißt es üben, 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 bis es dann irgendwann so aussieht wie in unserem Move-Porn. Auf geht's. Schafft man. Du hast jetzt den Kipp-Up gelernt, entweder den normalen, aus der Rolle oder aus dem Handstand. Wenn das alles gut geklappt hat, dann kannst du schauen, dass wir mit den nächsten Tutorials weitermachen. Die findet ihr hier. Falls du sagst, ey, ich habe den Kipp-Up schon verstanden, aber ich kann den Handstand noch nicht so gut, hast du die Möglichkeit, auch hier den Handstand nochmal zu lernen, um die beiden Moves dann letztendlich zu kombinieren. Und dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, um den Kipp-Up perfekt ausführen zu können. Sehr nice, wir sehen uns beim nächsten Tutorial.